Herzlich willkommen zum neuen Trainingsvlog. Training habe ich schon geplant, aber wenn es relativ früh ist. Ja, was steht an? Passspiel heute. Eine kleine Torschussform. Wo wir einfach probieren, mit den Stürmern, Zehnern, mit den Sechsern so einen kleinen Doppelpass zu machen. Ja, eine Dreiecksform bilden. In die Tiefe spielen, oder die Sechser auch nachrücken zum Torabschluss. Das ist so der Fokus, ja, dass man nach dem Pass dann weitermacht und nicht stehen bleibt, damit die Leute es so ein bisschen mal verstehen. Ja, gerade unsere Sechser, Stürmer, dass sie noch eine Anspielmöglichkeit haben, dass sie lernen, ja, wenn der Pass in die Tiefe kommt, ah, kann ich immer auch klatschen lassen nach hinten, wenn der Sechser kommt oder der Zehner oder was auch immer da nachrückt. Ja, Passspiel, sehr, sehr wichtig an sich, finde ich immer, unterschätzt das nicht, weil, ganz einfach, es spielt den richtigen Fuß an, spielt zur richtigen Zeit, den Außen- oder Innenfuß an, ist sehr, sehr wichtig, kann entscheiden, ob es eine Torschance für dich gibt oder einen Konter gegen dich. Passspiel ist immer nervig, ja, aber sehr, sehr wichtig. Das ist es. Dann noch eine Spielform. Ja. Juti, bis später. Freitag. 13 Leute von uns. Zwei Testspieler sind dabei. Wir machen heute eine kleine Passform, Torschuss und ein Spiel. Also auch nichts Tolles und so an sich. Ganz entspanntes Training. Ja, ich nehme euch mit. Und ja, das ist geplant. Das wäre jetzt gewesen, Liga. Also, wir lassen die Jungs jetzt in der Ecke spielen. Ja. Passspiel drinne, schnelle Reaktion, überlegen, dies, das. Die spielen schon, die diskutieren noch. Ja. Das hier hat mit Eck nichts zu tun. Da drüben sieht es ein bisschen besser aus. Aber das hier, geisteskrank. Macht die Ball viereckig. Torwart, viereckig. Luca auch viereckig. Ja, guck dir das an, guck dir das an. Ja. Schaut euch das an. Kann das nicht mehr. Ja. Ist natürlich nur Spaß mit dem viereckig, ne Männer? Die Übung ist gemeint, nichts Tolles, Grundlegendes. Ja, das macht man eigentlich. Gut, Männer. Das macht man. Okay, Zacker macht den Ball wirklich viereckig. Das ist auch kein Joke. Aber das sind grundlegende Sachen, die wir beherrschen müssen, um einfach ein sauberes Passspiel hinzubekommen. Wenn die Jungs noch sauber sind und gut sind, ja, jetzt schaut mal, jetzt spielen sie Innenfuß rechts an. Ja, da Hütchen soll der Gegner sein, spielst du im Außenfuß an. Ich muss für die Außenwelt aufzeichnen, wie schlecht wir das eigentlich machen. Ich bin voll da. Also, Außenfuß anspielen. Ja, wichtig. Kleinen Schritt weg vom Gegner. Der Südchen ist ein Gegner. Außenfuß anspielen, hinter den Gegner laufen und fertig. Ja. Ohne Gegnerdruck. Das ist unser MVP des Monats. Ja, aber gut. Ich sag nur, für die, die das schauen, achtet auf so Kleinigkeiten. Immer Außenfuß anspielen. Immer wieder, wenn ihr das wiederholt, achtet darauf, dass ihr den Außenfuß anspielt, einen kleinen Schritt ausmacht. Muss nicht explosiv sein, aber ja, ach, so gewaltig, dass ihr weg vom Gegner kommt. Nur, dass ihr es automatisch schon drin habt. Ja. Ja, na gut, wir machen hier weiter. Oh, übel. Und das sind nur grundlegende Sachen. Ja. Die Jungs sind gut an sich. Ich hab das drauf, ich hab das drauf. Katastrophal. Ja, das ist so geisteskrank. Das ist nur ein einfaches Passspiel. Auch eine Passübung rein theoretisch geht einerseits darum, dass die Leute verstehen, dass du im Spiel hast du einen 10er, 6er oder 2 6er, was auch immer. Vorne, ich spiele mir rein. Er ist mit dem Rücken zum Tor, braucht einen Anspieler. Ja? Und wir checken es noch nicht, dass wir dann
uns anbieten von hinten, ja, diesen Lauf machen von hinten, er kriegt den Ball geklatscht, darum diese Übung, ja, dass sie es mal sehen, ja, und hören, dass man auch nachlaufen kann und den Ball klatschen lassen kann. Hier, er läuft da lang und fertig. Er kriegt hier den Ball. Gleiche dann danach über außen, damit wir das außen beibehalten, dass wir viel über außen kommen, weil die Mitte mal voll ist. Guter Ball, Aykut! Anspielen. Weiter, weiter, nochmal, ist okay. Anspielen. Sechser kommt, schießt ab. Ball kommt nochmal. Klatschen lassen. Sechser steckt durch auf außen. Die kreuzen rein. Das ist es. Ja, Luke, perfekt. Ja, Jeff, erster Kontakt. Wiese, willst du Pause haben oder geht? Voice crack. Auf geht's, Flippo. Erster Kontakt. Ja, Tim, ja. Endlich reden die mal. Aykut. Ich kann das nicht. Das ist immer noch ein bisschen. Gut, Aykut, gut dabei. Gut, Männer. Ja. Tim, nochmal. Ja, gut so, Paul. Alles gut, mach von neu, ist okay, passiert, dem Besten. Wir haben noch gespielt auf dieses kleine Tor. Hier, ich habe es nicht gefilmt, weil wir haben ein bisschen geschnackt, so ein bisschen über nächste Saison etc. pp. Und habe deswegen noch nicht gefilmt. Wir haben aber nur auf 7 gegen 7, auf kleine Tore, war ganz okay. Aber an sich, Passspiel, Vollkatastrophe, wir arbeiten dran. Torschussform, es sind so diese Kleinigkeiten, Leute, die es ausmachen. Kleinigkeiten heißt, welchen Fuß spiele ich an, ja, wann spiele ich den Außenfuß an, wann nicht, ja, wann spiele ich den starken Fuß an, wenn einer vielleicht innen steht, also enger Mann, und der starke Fuß ist aber innen am Mann dran, dann muss ich ja den Außenfuß anspielen, damit der Gegner nicht dazwischen kommt, so Kleinigkeiten, und daran arbeiten wir über die nächsten Monate. So, also wenn ihr versteht, was ich meine, wenn nicht, ich erläutere es gerne nochmal oder anders, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Die Jungs haben jetzt Wochenende und wir sehen uns Sonntag zum Spiel. Jetzt wieder eine Analyse. Na ja, klar.